So, Freunde, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Angriffstaktiken. Soweit ich weiß, müsste das die neue Folge sein. Genau, Angriffstaktiken Nummer 8. Der eine Angriff, wo haben wir den denn? Genau, ist der hier von Petit Gula. Komischer Name. Ein Golem setzen und Wutzauber drüber, Helden nach und 7 Magier, Rest mit Hox und Heal. Das ist eine sehr komische Konstellation gewesen, was er da geschrieben hatte. Also ein Golem setzen und Wutzauber drüber, das ist klar. Und Helden danach. Und 7 Magier, Rest mit Hox und Heal. Ja, er hat so ein bisschen die Strategie vorgegeben. Aber ich denke mal, Dominik weiß das schon. Da würde ich sagen, schauen wir uns das einfach mal an. Gegen, keine Ahnung, wie der Gegner heißt. Da ist der erste Wutzauber. Bogenschützen und Magier ohne Ende. Und da kommen die Schweinereiter. Yeah, 2 Schweinereiter OP. Oh, und jetzt kommt der Heilzauber Nummer 1. Wunderbar. Wobei der Großteil sich ja auf hier unten verteilt war. Hier oben ist ja 2-3 Schweinereiter höchstens. Da lohnt es sich eher hier den Heilzauber noch mit zu knallen. Na, ein bisschen zu spät. Minimal zu spät. Da oben wäre auch noch super gewesen. Okay, er hat gar keinen Heilzauber mehr. Er hat doch 3 Achso, hier hat er einen gesetzt. Hier oben und hier oben, na klar. Gut. Aber zumindest bekommt er viel, weil die meiste Defense zerstört ist. Ja, die kleinen Skelette versuchen noch den Golem zu töten, aber das wird da nicht viel. So, aufs DE-Lager? Ne, warum auch? Da könnte ja was drin sein. Und da könnte man dann noch zum Goldlager hinter weiter hinterkommen. Hm, das wäre ganz cool, wenn sie dahinter kommen würden. Ah, na, warum auch? Hm, war klar. Ja, warum sollte die Queen so intelligent sein, ne? Und hier drinnen rumstehen und die ganzen Dinger... Oh, wobei. Wenn der Golem noch ordentlich tankt, was er natürlich nicht tut, dann hätte der Magier alles kaputt machen können. Aber ist leider nicht. Batsch. Batsch. Schön den Barbaren könnte ich töten. Wunderbar. Auf jeden Fall kriegen sie noch ein bisschen Gold hier durch das Goldlager. Schick. Sollte eigentlich... Oh Gott. Schade. Schauen wir mal, ob das noch was wird hier hinten. Ah, okay, ein bisschen Elixier noch mitgenommen. Also Gold wäre schon nicht schlecht, wenn du das noch mitnehmen könntest. Aber die Kanone nervt da unten mal. Ja. Aber er hat dann wahrscheinlich das Goldlager noch mitgenommen. Ist auf jeden Fall nochmal 6000 Gold pro Schuss. 6600 sogar. Und ja, genau, das ist erledigt. Wunderbar, ein Frostzauber hat er sogar und durfte er eh nicht benutzen. Sehr schön, das ist doch wunderbar. Schöne 1 Sterne. Gut, 1 Stern ist jetzt nicht viel. Aber hat die 73% und den Großteil des Goldes mitgenommen. Scheiß auf Elixier und das ganze DE auch noch durch das DE-Lager. Ja, Petit Gula, da hat Dominik den Angriff gemacht. Auf jeden Fall Thanks an euch beide. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder zurück zum nächsten Angriff von Mr. Dominik. Dominik. Ja, er ist nicht dabei. Im klaren Krieg. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich, Leute. So, Leute, und da willkommen zum nächsten Teil der Angriffstaktiken. Was ist denn dann da für ein Angriff? Sehr, die sind sehr die 14 Riesen, 2 Heiler, 8 Mauerbrecher, Rest. Hälfte Bogis, Hälfte Barbaren und 4 Heilzauber. Das stimmt auch so. Und dann schauen wir einfach mal, was hier so kommt. Ein X-Punkt im Ausbau, oder? Irgendwo hat er gerade rumgebaut. Achso, vielleicht der Barbarenkönig, das kann sein. Der Barbarenkönig ist im Ausbau. Ja, das ist extra riesen OP. Die tanken den Shit. Oh, ein paar Barbaren vorschicken. Ja, wo will er eigentlich genau hin? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, er will so auf diese beiden Goldlager. Vielleicht kriegt er sogar noch ein drittes. Go, Heiler! Ihr schafft das, ein Heilzauber und ein Heiler. Krasser Scheiß, ey. Heilen! Oh, weißt du, heilt auch halt hier. Heilen die Heiler volle Magie, volle Bogenschützen. So clever. Aber gleich sind die meisten Lager vernichtet. Oh, da sind die beiden letzten Riesen auf der linken Seite. Von einem Sprungzauber zerstört worden. Wie viele Einheiten da oben noch sind. Nächster Sprungzauber. Ätzend.
Und das ist eine Riesenbombe. Aber er kriegt alle alle Lager. Was ja schon mal das Wichtigste ist. Da hinten hat er in dem DE-Lager halt noch ein bisschen DE. Ja, warum sollte man als Heiler auch da hinten zu den Riesen gehen, war? Ist ja unnötig, dass sie Heilung brauchen. Das kann ja nie sein. Heil die Oh Gott. Heil ist auch ein bisschen doof, oder? Die Heil-KI? Auch ein bisschen stumpf. Aber sieht einfach mal nach 3 Sternen aus, würde ich sagen. So, Queen will wieder Mauer angreifen. Muss ja Mauer angreifen, sonst kommt sie nicht durch. Riesenbombe! Und da wird die Heilerin gleich wieder hochgeheilt. Ja, hat sich direkt schon wieder hochgeheilt. Einmal durch den Zauber. Hat der erst noch den Frostzauber aufgeschmissen? Dominik, Alter, what the fuck? 220.000 Elixier, 199.000, 200.000 Gold, super. Ja. Das war dein Angriff gewesen. Und, ja, mal gucken, was wir dann als letzten Angriff in dem Part noch haben. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns einfach mal gleich wieder. Bis dann. So, Leute, damit willkommen zum letzten Teil von dem Angriffspart Taktiken 8, müsste es, glaube ich, sein, genau. Was hat er denn da für einen schönen Angriff? Ja, mal gucken. Kann ich so gerade nicht erkennen mit Only Kobolde anscheinend. Okay. Das weiß ich jetzt nicht. Da suche ich gleich einfach mal in meiner Liste, wo das sein könnte. Viel Loot auf jeden Fall, 242.000. Vieles kann er zumindest mit den Goblins holen, das ist schon mal schön. An das Elixier wird er aber nicht rankommen, was aber, glaube ich, auch nicht so tragisch sein sollte. Ja, schau mal an, was der Dominik da so macht mit 245er Goblins. Und ich schaue währenddessen, welcher Angriff das sein sollte. Ah ja, da ist er. Ich habe die Truppen erst danach genommen. Von Aro zockt 2 Jumpspits und Only Kobolde. Vielleicht noch ein Wut. Am besten ein TH8, ja. Ja, laufen natürlich jetzt gerade alle zum Bohrer, ist ja logisch. Ich hätte... Achso, hat er schon. Wunderbar. Ich wollte schon sagen, ich hätte erstmal das ganze Gold außenrum genommen. Aber hat er schon gemacht, als ich gerade gesucht habe. Ach du Kacke, die Mitte ist so am Arsch. Ah, okay. Die Kobolde ist auch, ne? Hui, Alter, what the fuck. Kobolde könnte schon eine ziemliche Drecksau sein. Wenn sie nicht halt vom AOE zerfistet werden würden, wäre es auch ziemlich geil. So an sich sind Kobolde schon, könnte schon gut sein, aber... Ja, wenn halt so ein Magieturm oder so ein Minenwerfer kommt oder halt eine normale Bombe, da kassieren die normalen, oder die kassieren die Goblins schon ordentlich, ey. Die haben ein bisschen wenig Leben für dafür. Deswegen im Apparatus 8 oder so habe ich ja auch nie wieder eingesetzt eigentlich. Ich finde schon, dass die mal so ein bisschen ein kleines Rework gebrauchen könnten. Weil die sind am Anfang ganz gut, aber irgendwann später, keine Ahnung, keine Sau benutzt mehr Kobold. Ich habe nicht einen einzigen gesehen bei Rathaus 8 oder 9 und na, sagen wir mal 9 oder 10, der irgendwie noch Kobold benutzt, weil die einfach total scheiße geworden sind. Einfach instant jedes Mal down und ja, na gut. Aber Mr. Dominik hat es nicht geschafft, einen Stern zu holen, ist aber egal. Er hat das Wichtige geholt, und zwar die 700 DE plus die 210.000 Gold. Also das ist zwar ein bisschen Gold und Elixier übrig gewesen, aber das Gold war halt meiner Meinung nach das Wichtigste. Ja, Aro zockt. Das war dein Angriff. Dann machen wir den gleich mal grün. Angriffstaktiken, letzter Teil von Nummer 8. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Clash of Clans. Haut rein, Leute. Tschüss.